talk today. Let us see you walk away. Yo, was geht ab, Leute? Willkommen bei einem neuen Video. Heute wieder mit Russian Vision 4 und heute wieder am Aalhechtspot. Ja, ich will es einfach nicht lassen. Ich mag Hechtangeln. Ich will es mal wieder ein bisschen probieren. Habe ich mir gedacht, komm, probieren wir jetzt mal ein bisschen auf Hecht. Hab jetzt hinten zwei Routen drinne mit Fischfetzen. Da ich mich wirklich eigentlich, wenn was raufgehen soll, entweder ein Aal oder ein Quappe, vielleicht ein Wels, was ich nicht hoffe. Was nicht schön wäre. Aber wir probieren es mit Fischfetzen, damit wir die anderen Fische nicht fangen, weil ich echt entweder also gezielt dann auf Aal und auf Hecht jetzt angeln möchte. Ich muss jetzt erstmal gucken, welcher Wobbler läuft, welcher nicht. Müssen wir jetzt mal ausprobieren. Morgens 8 Uhr, 10,3 Grad, es regnet, also oh, da haben wir schon ersten Fisch. Ersten Hecht, oh, erster Wurf, erster Hecht, maßig, nice. Sehr schön. Wir haben gerade, was haben wir drauf? Den Funky Mino 001. Ihr seht ja, Stahlvorfach habe ich dran, 22 Kilo, die HSV, 22 Kilo Dings, Flochtene. Ich mit meinem Dings. Ja, und dann probieren wir jetzt mal ein bisschen zu angeln. Probieren wir mal ein bisschen zu twitchen mit dem Wobbler. Ich werde nur mit dem Wobbler angeln. Gleich mal vielleicht noch auf der anderen Seite. Haben wir schon wieder einen Fisch. Ist. Kleiner. Okay, zweiter Wurf, zweiter Fisch. Was haben wir jetzt dran? Echt? Kleinen Barsch, okay. Wollte jetzt unbedingt nochmal austesten, so richtig. Jetzt stelle mich jetzt ein bisschen hin. Wird ein bisschen twitchen mit dem Wobbler. Und ausprobieren, ob das noch geht. So gehen wird es auf jeden Fall. Ob mal gucken, ob wir, wie viel wir fangen. Sag ich mal so. Bin ich mal gespannt. Ja, und Fischfetzen einfach darum, dass ich die ganzen anderen Fische aus dem Weg gehe. Besonders den Amur. Weil möchte ich nicht da, dass ich mal mit Amur da ganz jetzt kämpfe. Mal gucken, vielleicht mal 7, 8 Kilo Hecht wieder fangen. Vielleicht mal sogar ein 12 Kilo Hecht. Mal gucken, das wäre natürlich super. Das ist immer noch mein Ziel, warum ich das mache. Und kommt nix. Mal weiter. Schauen wir mal, wie viel beißt. Mal gucken, wie lange wir machen. Weiß ich noch nicht, wie lange ich jetzt hier angeln werde. Hat schon bis, haben wir zu spät angeholt. Also ich mache das immer so, Kurbeldrehung auf 50, könnte auch dann ohne Shift mit Shift dann einmal einziehen, eine oder zwei, dann kurz ein aufsteigender Wobbler, kurz warten, steigt dann auf und dann wieder einholen. Könnt ihr auch einfach, wenn ihr auf 50 hat, ganz normal machen. Ich glaube so 3 bis 4 Sekunden maximal könnt ihr den stehen lassen und dann wieder einkurbeln. Ja, muss gleich mal die Wobble austesten, mal ein bisschen probieren. Gucken, worauf die Lust haben. Worauf die Lust haben zu beißen. Haben wir den nächsten kleinen Fisch. Kann er echt oder was da mal dran? Da haben wir einen Wobbler gewechselt. Kleinen Döbel, oh, jetzt stuck ich. Nicht gut, nicht gut. Lass mich raus, lass mich raus. Mann. Natürlich. Ja. Was wir das jetzt hin? Mann. Aha. Haben wir es doch. Perfekt. Hab gar nicht mal in den Rekorden nachgeschaut, was so geht. Welche? Probier's jetzt einfach mal aus ein bisschen. Plüschhaken habe ich auf jeden Fall dran. Die muss ich immer wechseln. Hab nicht so viele. Mal ein Biss. Hm? Den Hechten, den Döbel. Okay. Ich auch mit. Ah, ich hoffe, da kriegen wir jetzt keinen Hänger.
baut euch das dann, ne? Nur eingeworfen, direkt schon bis. Aber wieder was Kleines. Döbel? Ist der Döbel hier aktiv, oder was? Minibars. Dann schauen wir mal, wie viele Hechte wir fangen. Jetzt haben wir nur einen, glaube ich, oder? Ja. Ja, drei maßige bis jetzt, ein Hecht, zwei Döbel. Vielleicht gleich mal die andere Seite ein bisschen probieren mit dem Funky, mir nur 0, wie viel müsste das sein auf Barsch. Selbst auf Hecht kann man dort probieren. Oh, schon wieder was Kleines. Kleiner Hecht. Weil diesmal heute nehme ich nur maßige mit. Möchte nicht, machen wir mal hier so. Passen, dass er links keinen Hänger bekommen. Wird natürlich auch twitchen und Spinner mal probieren. Linker habe ich auch mal probiert. Ein paar gefangen ist halt nicht so tief, ne? Je nachdem, wie viel Gramm. Hm? Bisschen besser. Oh, ein dicker Barsch. Ich glaub's nicht. Ganze 3 Gramm. Ey, kann doch nicht wahr sein, oder? Ah. Da wäre fast die Trophy eingestiegen. Barsch-Trophy. Ah, ich mag den Spot. Hier hast du halt nicht viele Fische, aber. Aber. Viele Trophys kannst du hier fangen. Die 3 Gramm, ey, ne? Letztes Mal 5 Gramm, aber das war, glaube ich, auf dem Tauwurm. Jetzt wieder auf dem Wobbler. 3 Gramm, ne? Guck mal. Ach, da war einer dran. Mann, 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 Mann. Jetzt, der ist schon wieder. Kleiner Hecht, ja, nur kleiner, aber. Spiced. Guck mal, ich will eine große. Große wollen wir. Also wie ihr seht, die könnte doch. Ah! Oh. Bisschen was Größeres oder was? Oh, ein bisschen größer reicht. 3 Kilo oder was? 4,5 Kilo sogar. Sehr nice. Anscheinend zu laufen. Aber nicht gerne ein bisschen paar mehr. Bringen natürlich sehr gut Silber. Ist auch oft im Kaffee, dass man da hat welche mit 12 Stück 7 Silber, 7 Kilo. Die geben dann 200-300 Silber. Ist auch oft der Hecht mit 12 Kilo drin. Größte bis jetzt, was wir hier gefangen hatten, die Alex war 10 Kilo, meiner war glaube ich 8,9. Fisch, okay. Kleiner Hecht, hol ich maßig. Jo, 1,8 Kilo. Bis. Bis jetzt läuft wieder der Funky. Mit 004 mit 2 Plüschhaken kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Ich weiß nicht, welche ich drauf habe. Ja, könnt ihr dann auch immer teilweise so gucken, ob ihr einen Fisch dran habt oder nicht, wenn ihr das noch nicht wisst. Aber das wissen ja mittlerweile die Weißen. So, einfach ein bisschen länger warten sogar.
Und dann wieder ein Barsch. 621 Gramm, okay. Und ich habe ein Stahlfach dran, ne? Viele sagen ja, man weiß nichts drauf, aber ihr seht jetzt. Gucken wir mal kurz, Sitzkescher. 13 Minuten. 7 Fische. Macht das jetzt auch nicht unbedingt wegen dem, ich mache einfach nur Just for Fun jetzt, weil ich richtig Bock habe auf Hecht. Immer einen größeren Hechtfang hatte ich noch nicht. Das machen. Ihr könnt auch ruhig den Köder mal hier vorne immer so lassen. Da geht auch oft dann was rein. Gut, man sieht es auch manchmal, wenn der Wobble aufsteigt, dann kommt der Hecht. Aber hier der Spot links an der Seite, echt gut. Da haben wir einen wieder. Kleineres, habe ich noch mal einen Funk. Ich habe gerade mal einen grünen ausprobiert, aber gegen nichts. Da ist okay. Wieder einer. Kleiner Hecht. 1,4 Kilo. Nehmen wir mit. So. Machen wir die dritte Route fertig. Heißt es erstmal ein bisschen zurücklehnen. Tipp müsste eigentlich noch drin sein. Jo. So, alle drei mit Fischfetzen. Spannend. Zick, leicht. Und jetzt heißt es erstmal so. Warten. Mal schauen. Oh. Bis. Genau auf die leichteste Route, ey. Ich glaub's nicht. Was haben wir dran? Ein Aal! Jawohl! Geil! Zielfisch auch erreicht. Sehr schön. Zwar nur 739, aber maßig. Auf die Route, ey. Weiß mal glatt alle nochmal neu aus, bevor hier wieder 8,6 Grad. Wird gleich schon hell zwar, aber ich werde die Routen, denke ich, mal ein bisschen drinnen lassen. So Leute, also läuft so gerade nicht so gut, sag ich ehrlich. Ich habe jetzt aber mal noch Schaumstoffgummi drauf gemacht, einen selbstgemachten von Alex. Einen gelben. Und 7,5 Gramm Jigkopf. Legen wir mal ein bisschen, probieren wir mal. Gerade schon Hecht gefangen, habe ich nicht abgenommen. Dann gewartet. Probieren wir das mal aus ein bisschen. Die Nacht über ging gar nichts auf. Da ist er ab. Schade. Da bündelt auch die Grundroute. Ja. Größeren Barsch. Hier dran. Käferrunde bestimmt. Jo, 156 habe ich eben noch eine gefangen. 300 noch was. So, also im Jing. Vielleicht läuft das ja besser. Also hier mal zu gucken. Kopf 7,5 Gramm, Mittel 6. Handgemachter 9 von 10. Können wir mal ein bisschen rumjiggen und probieren. Habt ihr gesehen? Da war ein Fisch dran, oder? War ein Fisch dran? Aber das mache ich ohne Shift, einfach mit linke Maustaste einkurbeln. Kurz stehen lassen, kurz warten. Wieder einkurbeln. Vielleicht läuft das ja besser.
Nur eingeworfen, schon bis. So, ein bisschen größer. Arsch. Hier im Arsch. Müsste Trophy sein. Zu klein. Oh, der hat ja mehr reingehauen als der andere, ey. So fangen wir, glaube ich, eher nur Barsche. Anstatt echte. Aber gut. Mhm. Wieder ein Barsch. Ich glaube halt echt, dass es ein guter Barschköder ist für hier. Der Schaumstoffgummi. In Gelb. Wieder was kleinerer, oder? Ja, doch, aber massig. Die Kante hier mal abwerfen. Oh, da haben wir mal ein bisschen auf der Grundroute gehabt. Noch ein bisschen haben wir da. Oh! Ich wollte geradeaus machen und da kommt noch eine Trophy rein. Hier geil. Das ist die Schläfergrunde Troffel auf Fischfetzen. Sehr schön. Ich wollte gerade ausmachen, hab gerade gesagt, ich habe noch ein bisschen gespinnt, noch ein bisschen gejiggt, probiert, da ein paar Barsche gefangen. Kleine Hechte. Ja. Jetzt 12, ja komm, wir machen Schluss. Vielleicht belassen das auch bei dem Video. Machen wir kurz einen Gatt und dann sehen wir uns in der Stadt. So Leute, da sind wir auch in der Stadt. Wir haben insgesamt, damit direkt mal gucken, Setzcache habe ich mal schon, oder 2 Stunden, 9 Minuten, ui, schon lange stand ich da. Gut, aber habe auch ein bisschen nebenbei so probiert. Haben wir was, Barsche, 8 Stück, 350 Gramm. Nach Gewicht. Okay. Hallo, kann der nicht mal... Hä? Okay, so. Sind 41 Silber. Haben wir noch was? Döbel. 2, 3, Hecht. Ah, das ist das, was mein 164. Okay, 41 Silber. Nix haben wir. Der Rest haben wir, glaube ich, alles nicht. Ne, haben wir leider nicht. 41 Silber. Dann gucken wir mal in 2 Stunden wieder. Wir müssen wieder länger geangelt als für eine Schliffrunde 10 Silber. Ja, weiß. Die Hechte geben halt natürlich, ne? Wenn man die fängt. Die geben da schon 26, 24 Silber, so 4, 5 Kilo Hechte. Der Aal auch wieder 7,7 Silber. Also 41 plus 136 sind wir bei sagen wir mal, knapp 180 Silber. Für 2 Stunden, wie gesagt, ne? Für nebenbei, wenn man nicht so das Equip hat, so auf Hecht ist immer so eine Sache. Wenn ihr da mit Flora angeht, mit einer leichten, beißen euch sehr oft das Vorfach durch. Nehme ich mit, ist in Ordnung für nebenbei. Ich wollte bei Hechte fangen, lief heute nicht so. Am Ende noch die Barsche reingekommen. Der eine hier mit 3 Gramm, der gefehlt hat. Also zick, dann können wir uns jetzt die dritte Route holen. Gucken wir mal, ob wir die direkt hier kaufen können. Wo ist denn hier das Angelgeschäft nochmal? Ich habe es wieder vergessen, vorne, ne? Genau, hier war das. Dann gucken wir mal, ob wir die Route hier haben. Aber ob die hier teuer ist. Angelrouten, Karpfenrouten, wo ist die denn? Und 100 Karp, die gibt es hier sogar. 1,7 kostet die hier nur. Kostet hier nur 1,7. Zick, da haben wir die dritte Route. Nice, haben noch ein bisschen übrig. Haben wir jetzt 3 von 100 Karps, dann sage ich mal, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, ein Kommi da. Also, wo ich stande, wisst ihr, hier unten wieder. Ja, wieder in Aal reingegangen, warum nicht? 2 okay Hechte. Eine Trophy am Ende noch als letzter Fisch. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, im nächsten Video am Bärensee. Dann habe ich jetzt 3 Cups mit 3 HSVs. Dann probieren wir da mal ein bisschen höheren 20er, 25er Boldies zu angeln und gucken mal, was da reingeht. Ja, ich habe Balkontür offen. Sorry dafür. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da. Ein Abo auf kostenfreie Basis, du wirst Bescheid. Würde mich freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Exo, ciao, ciao.